Hey, wir, die Campus Crew, haben einige Tipps für euch zusammengestellt, um euch den Einstieg ins Studentenleben zu erleichtern. Du hast eine Zusage von deinem Wunschstudiengang bekommen? Super, dann kommt hier unser erster Tipp. Ich würde dir empfehlen, möglichst schnell auf die Suche nach einem WG-Zimmer oder nach einer Wohnung zu gehen. Dafür gibt es in Fulda verschiedene Angebote. Du kannst beispielsweise Wohngemeinschaften finden und auch Studentenwohnheime. Für Wohngemeinschaften gibt es an der Hochschule verschiedene Angebote am schwarzen Brett. Die findest du überall am Campus der Hochschule, beispielsweise auch bei wggesucht.de oder bei der Wohnungsbörse des Allgemeinen Studierendenausschusses der Hochschule Fulda. Ziehe ruhig schon früher nach Fulda und mach dir Fulda zu deiner neuen Heimat. Es gibt hier wirklich viel zu entdecken, auch im Umland. Informiere dich auch über Vorkurse von deinem Studiengang. Auch wenn du schon voll drauf hast, es ist immer sinnvoll, diese noch zu besuchen. Vielleicht lernst du ja sogar noch was dazu. Oder, positiver Nebeneffekt, du lernst auch ein paar Leute aus deinem Studiengang kennen. Geh auf jeden Fall schon mal zu den Einführungsveranstaltungen. Hier erfährst du nicht nur nützliche Dinge zu deinem Studienbeginn, sondern dich erwartet auch eine Campus Rally, eine Kneipentour und auch eine Ersti-Party. Das stimmt. Auch hier wirst du viele neue Leute kennenlernen. Ja. Pass auf jeden Fall auf deinen Studierendenausweis auf. Hast du ihn nicht, kannst du nicht das Semesterticket nutzen, du kannst keine Bücher in der Bib ausleihen und am allerschlimmsten, du kriegst kein Essen in der Mensa. Oh ja, solltest du ihn dennoch verloren haben, kannst du dir gegen Gebühr einen neuen holen im Student Service Center. Solltest du bis dato jetzt noch keinen Laptop besitzen, dann empfehle ich dir, gerne einen neuen zu kaufen, am besten einen leichten. Denn du kannst ihn dann mit in die Hochschule nehmen und viele Fachbereiche bieten mittlerweile Skripte online auf Portalen an, die du dir runterladen kannst. Manchmal kann es ganz wertvoll sein, bereits während der Vorlesung am PC schon mitzuschreiben. Deswegen besorg dir einen. Bevor die erste Vorlesungswoche startet, solltest du dir auf jeden Fall mal den Campusplan der Hochschule Fulda anschauen, damit, wenn der erste Tag beginnt, du ganz entspannt dein Gebäude finden kannst. Eine weitere Besonderheit, die dir während deines Studierendenlebens begegnen wird, ist, es wird nach der Vorlesung nicht in die Hände geklatscht und applaudiert, sondern mehrmals auf den Tisch geklopft. Genau. In der Hochschulbibliothek solltest du dich wirklich ruhig verhalten und leise sein. Solltet ihr trotzdem Gruppenarbeit machen müssen, dann kannst du für deine Gruppe auf der Internetseite der Bibliothek einen Gruppenraum buchen. Oder ihr geht einfach ins Selbstlernzentrum. Im Studium ist es wichtig zu lernen, sich selber zu organisieren. Keiner wird dich mehr daran erinnern, dich bei Prüfungen einzuschreiben, Vorlesungen nachzuholen, Hausarbeiten abzugeben. Das musst du alles ab jetzt selbst machen. Dein Studium kostet Geld. Sollten deine Eltern dich nicht voll finanzieren, hast du die Möglichkeit, dir einen Nebenjob zu suchen, BAföG zu beantragen oder dich für ein Stipendium zu bewerben. Genau, Angebote für Nebenjobs findest du wieder bei den Schwarzen Brettern am Campus der Hochschule Fulda. Den BAföG-Antrag empfehle ich dir möglichst früh einzureichen, denn die Bearbeitung dauert meist mehrere Wochen oder sogar Monate. Hier am Campus der Hochschule Fulda gibt es auch eine Außenstelle des Studentenwerks. Für Stipendien empfehle ich dir, dich bereits zu Studiumsbeginn zu bewerben. Nähere Informationen dafür erhältst du bei der zentralen Studienberatung der Hochschule Fulda. Ein weiterer Tipp, schau doch mal auf der Seite des Hochschulsports vorbei. Da findest du bestimmt auch etwas, was dir gefällt. Hast du Interesse, dich hochschulpolitisch zu engagieren, dann hast du ja an der Hochschule Fulda auf jeden Fall mittwochs die Gelegenheit dazu. Mittwochs ist Gremientag und es gibt sehr viele verschiedene Gremien, an denen du teilhaben kannst und was auf die Beine stellen kannst. So zum Beispiel den Fachschaftsrat in deinem Fachbereich, den Allgemeinen Studierendenausschuss oder zum Beispiel auch das Studierendenparlament. Dort lernst du auch mehrere Leute kennen und kannst vielleicht sogar was hochschulpolitisch bewegen. Schlechte Note bekommen, haben wir alle schon mal. Keine Sorge, hast du vielleicht sogar schon mal darüber nachgedacht, eine Lerngruppe zu gründen? Oder, falls dir das nicht hilft, es gibt verschiedene Angebote auch an der Hochschule Fulda, beispielsweise durch die Schreibwerkstatt. Oder du sprichst einfach mal ganz persönlich mit dem Lehrpersonal. Ganz wichtig, am Ball bleiben. Teil dir am besten ein, wann du lernst und wie viel du lernst, damit du bis zu den Klausurenwochen immer noch einen Puffer hast und dich ganz entspannt auf die Klausurenphase vorbereiten kannst. Wenn du bei den Abkürzungen hier gar nicht mehr durchblickst, dann keine Sorge. Es gibt auf der Website einen Wegweiser, wo alle Abkürzungen von A bis Z aufgelistet sind und auch Erklärungen dazu. Wir hoffen, wir konnten dir mit unseren Tipps ein bisschen weiterhelfen. Hast du noch Fragen? Keine Sorgen. Geh einfach auf die Website der Campus Crew und schreib uns einfach. Oder melde dich telefonisch bei uns. Tschüss! Ciao!